Hallo und herzlich willkommen zurück zu Malus. Ich habe ein bisschen gelevelt. Ich habe ein bisschen gecraftet. Ich hoffe, es reicht, um dem Biest entgegenzutreten. Denn wirklich, ja, stärker sind wir nicht. Also natürlich machen wir ein bisschen mehr magischen Schaden. Wir haben 51 Rüstung. Aber Leben und so ist halt bei uns nicht gegeben. Und ich weiß nicht, wie viel Damage dieser Boss machen wird. Ich gehe mal davon aus, es wird ein Boss sein. Hier haben wir mal einen Ghoul, den machen wir zumindest mal mit 3 Hits weg. Das ist ja ganz nett. So, hier haben wir Blutschleifen. Spinnies sind auch wieder back. Ich habe sie ein bisschen vermisst. Die ersten Gegner, die wir getroffen haben im Original. Eisenerz lassen wir jetzt mal liegen. Hier war doch Blut gerade, oder? War hier Blut? Nein, hier ist Blut. Da gehen die Blutstreifen weiter. Da kommt ein Spinni. Ist ein bisschen dunkel jetzt natürlich hier in dieser Höhle. Da macht es natürlich ein bisschen schwer zu sehen. Mein Licht macht da auch nicht viel. Da ist noch mehr Blutschleifi-Schleifi. Und die Wände sind natürlich ein bisschen unvorteilhaft für mich, sage ich jetzt mal. Rechts oder links? Rechts. 3 Hits auch auf die Spinne. Da ist noch mehr Blut. Wir hier nochmal ein Ghoul? Ja, ein Ghoul, ein untoter Ghoul. Mit magischer Essenz für mich. Sehr nett. Na, und ein Wolf. Der kam aus dem Nichts angerannt. Sieht man, wie gesagt, sehr, sehr schwer in der Höhle. Praktisch wie in der Nacht, aber ist ja auch klar in der Höhle. Okay. Defeat the Werewolf. Okay, da haben wir das Beast. Okay, er kommt, glaube ich, auf mich zu. Das ist jetzt natürlich das Problem, sage ich mal, was ich habe. Dass ich ihn eben nicht sehen kann. Deswegen ein klein bisschen jetzt hier. Ja, ein klein bisschen. Das war ja mal. Ja, easy going für mich jetzt. Das ist gut, das ganze Zeug. Das brauche ich. Kein Level abgemacht. Allerdings viel bekommen. Wir könnten jetzt natürlich noch die ganze Höhle erkunden. Allerdings mal kurz in Sicherheit stehen. Nee, ich habe keine. Nee, damit mache ich einen Punkt. Cave, ja. Campfire, ja. Ich habe keinerlei Höhlenkarte. A la Diablo oder sowas. Also keine Dungeon-Karte generell. Deswegen folgen wir den Blutspuren einfach brav zurück und den Leichen, die wir hinterlassen haben. Gucken mal, was uns Norma sagen kann. Nee, da geht's nur in den Tod runtergesprungen. There we go. Da ist noch mehr. Hier rum wahrscheinlich. Ah Gott, es ist. Die Musik ist gerade
glaube ich, noch Bossfight-mäßig aufgelegt. Hat noch nicht mitbekommen, dass ich ihn weggemacht habe. Und da hat er sich jetzt verlaufen. Oh. Habe ich ein Stadtportal? Wahrscheinlich nicht. Da war auf jeden Fall Blut. Sind wir an Kohle vorbeigelaufen? Ich meine nicht. Hier geht's überall auch nicht weiter. Zum Moment. Da ist Blut. Wir kamen dann doch von hier. Sind doch so. Was ist das eigentlich, was wir da getötet? Ach, eine Spinne. Never mind. Also doch hier runter, oder nicht? Okay, hier ist doch kein böser Abgrund, der mich tötet. Da ist auch noch eine tote Spinne, mehr Blut. Okay. Da ist allerdings ein böser Abgrund, der mich tötet. Gut, jetzt sind wir halt natürlich bei zwei Eisenerzen gerade nebendran. Das nehmen wir natürlich mit. Ist aber auch kein langer Weg zurück zu Norma. Das sollte ja kein Problem für uns werden, weil Norma ist ja direkt um die Ecke, weil wir können ja zu ihr porten. Mal gucken, was uns Norma dann erzählen wird. Bisschen schade, dass wir kein krasses Zeug bekommen haben. Irgendwie so belohnungstechnisch bis jetzt. Wer weiß, ob Norma uns was geben wird. Das ist nochmal Eisen. Das ignorieren wir jetzt einfach mal getrost. Ich glaube, hier ging es raus. Ja, da ist doch hell. Das sieht nach Höhleneinausgang aus. Gut. Bitte nicht crashen, liebes Spiel. Danke. Typisch wäre jetzt auch, wenn Norma einfach vor der Tür steht, ne? So, vor der Höhle. Danke. Ein bisschen Herzinfarkt bekommen. Nur, nur um das klarzustellen. Ja, ich hatte Angst. Stirb, Ziege. Du warst zwar nicht der Feind, der mir angezeigt worden ist, aber stirb, Ziege. Sehr viel Roughheit, mit dem können wir natürlich theoretisch die Dings craften, die Zauberer Rüstung. Weiß ich nicht, ich glaube, sie hat keinen großen Effekt auf irgendwas momentan, außer Dumpfrüstung. Deswegen ist das jetzt nicht so meine Priorität. Weil die Magierrüstung natürlich eine leichte Rüstung ist und deswegen weniger aushält. Und ich sehe keinen negativen Effekt gerade, wenn ich das nicht mache. So, wir können den Holzstab verkaufen, denn ich habe mir einen Eisenstab gemacht, bevor wir in die Höhle gegangen sind. Deswegen einmal den Holzstab weg an der Stelle und dann auf Wiedersehen. Und Norma suchen gehen. Wird leider nicht auf der Minimap angezeigt. Ich denke mal, dass es hier vor mir Norma ist. Ja, Nora. Ich sage immer Norma. Es tut mir leid, sie heißt ja Nora. Oh mein Gott, ich bin dumm. Nora, I killed the beast. It was a werewolf. Ein Werewolf, bist du dir sicher? Ja, so ein bisschen, ne? Aber, ja. Danke, hier sind 350 Gold. Okay. Achso, ich habe jetzt gar nicht gelesen. Okay, wir haben einen Werwolf auf jeden Fall weggemacht. Haben viel Gold dafür bekommen. Wir haben jetzt 1000 Gold. Kaufen können wir uns davon natürlich auch nichts. How's it's going? Sagt sie mir nichts. Sie hat auch nichts, was mich interessiert. Denn das habe ich mir alles selbst gecraftet. Und ansonsten hat sie nichts Interessantes.
Wir haben natürlich noch hier den Graveyard und White Rock. Ich denke mal, White Rock wird eine Stadt sein. Es ist ein Versuch wert. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir laufen jetzt einfach mal Hill Village oben wieder raus und dann nach rechts runter und gucken mal, was passiert, wo wir hinkommen. Generell einfach mal. Wenn ich mich jetzt hoffentlich nicht verlaufe. Aber nee, es müsste richtig sein. Genau, wir laufen jetzt diesmal den Weg hier durch die Berge, wo letztes Mal der Guard stand, glaube ich. Diesmal aber nicht. Diesmal stehen Guards auf jeden Fall da vorne. Gehen wir mal nach rechts runter. Wir haben jetzt keine aktive Quests. Das macht aber nichts in dem Sinne. Denn es ist ja ein Open World Game. Wie man auch an der Karte sieht. Ah. Stranger, natürlich, okay. Greetings, good sir. Look at the Bleed Warrior. Ja, ich bin krasser. Also, ich bin Magier, aber naja. Ja, und er sagt mir auch, hier ist irgendwie ganz böse auf dem Friedhof. Klar, oh, Entschuldigung. Werde ich mir angucken. Er wird vorgehen, okay. Und Spinnis greifen an. Krass. Okay. Gut, das heißt also, wir haben doch mehr auf einmal hier an Quests. Ich hätte jetzt nicht. Kommt er? Kommst du? Achso, da steht noch eine Spinne. Die aber nichts macht. Ich hatte jetzt erwartet, er läuft mir hinterher. Will er aber nicht. Gucken wir mal, The Stranger. Follow the Adventurer. Ja, ich soll ihm sogar folgen. Das ist aber schwer, wenn er da feststeckt und nicht läuft. Ein Bezier im Moment. Bringt auch nichts. New Quest, The Stranger. Ich glaube, ich habe es ein bisschen kaputt gemacht. Okay, gehen wir nochmal zurück. Ich habe jetzt natürlich nicht gespeichert. Gehen wir mal kurz jetzt speichern. Denn, Untrack Quest abandon. Oh, wir können die Quest abandon. Das probieren wir einmal. Vielleicht bringt es ja was und wir kommen doch weiter als geplant. Ansonsten weiß ich leider auch nicht, was wir tun sollen. Er sieht halt doch ein bisschen verbuggt aus. Ja, neue Spinne spawnt, die natürlich sehr passiv ist. Nichts tut und er geht auf die Spinne zu. Okay, schade. Ich hoffe, das legt sich wieder, dass dieser Bug nach einem Reload oder so von dannen ist. Dann folgen wir dieser Questline natürlich auch gerne. Ich laufe jetzt einfach nur zurück zum Campfire, bedanke mich dabei recht herzlich fürs Zusehen und dann hoffe ich, dass sich das Ganze legt. Wenn nicht, muss ich nochmal bis zu diesem Punkt spielen und hoffen, dass es sich dann legt. Ich speichere auf jeden Fall mal bei einem zweiten Spielstand ab,
damit ich nicht komplett neu spielen muss. Ja, bis dahin wünsche ich eine schöne Zeit. Lasst gerne ein Abo da, folgt mir auch gerne auf Twitch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!